Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Stadion in FIFA 18 Ultimate Team teilweise selbst gestalten könnt und somit euren eigenen Stil mit einbringen könnt. Bevor ich jetzt aber gleich beginne, euch zu erklären, wie ihr das Stadion eben selbst gestalten könnt, würde es mich extrem freuen, wenn die neuen Zuschauer gerne mal ein Abo dalassen, denn ich bin drauf gekommen, dass wir über 50% Zuschauer haben, die gar keine Abonnenten sind. Das ist richtig krass, deswegen würde es mich unfassbar freuen, wenn die Leute, die noch kein Abo dagelassen haben, auch jetzt gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt mit dem Stadion-Trick. Also Leute, das Gameplay habe ich übrigens während eines Streams aufgenommen, das heißt, das habt ihr auch live mitverfolgt, dass das Ganze dann eben auch funktioniert hat. Für die, die im Stream dabei waren, die wissen eben jetzt genau noch, als wir das gemacht haben. Und ihr müsst zuerst mal schauen, welches Stadion ihr aktiviert habt. Es ist eigentlich an sich ziemlich egal, es sollte aber am besten ein Goldstadion sein, denn dann könnt ihr das Ganze schnell finden und ihr geht dann einfach in den Anstoß hinein, ja, ganz normal in den Anstoß, und dort sucht ihr dann euer Stadion hinaus. Das ist in meinem Fall eben das Emirates Stadium, also das Stadion von Arsenal. Und dann habt ihr hier tatsächlich die Möglichkeit, euer Stadion einfach zu modifizieren. Und fast alle Dinge, die ihr hier dann eben eingebt, die werden in Ultimate Team dann auch genauso verfügbar sein. Und ich muss euch aber auch sagen, Leute, das Ganze geht nur mit dem Rasen und teilweise mit der Uhrzeit. Das ist extrem interessant, wieso das eigentlich teilweise nicht mit dem Regen zum Beispiel geht oder mit Schnee oder so. Das geht leider nicht, beziehungsweise nur manchmal. Und ja, das Ganze geht aber 100% mit dem Rasen und teilweise zu 70% auch mit der Uhrzeit. Ich habe hier eben das Ganze dann so eingestellt, dass wir hier diese Kreise verfügbar haben. Und da sehen wir auch schon, beim Stadion hat man jetzt eigentlich schon das Ganze gesehen und jetzt sehen wir es eben perfekt. Die Kreise sind jetzt sozusagen da und das ist genau das, was ich vorher eben eingestellt habe. Und wie gesagt, wir haben das Ganze im Stream gemacht und ihr habt das auch richtig abgefeiert damals, deswegen mache ich jetzt auch gerade hier das Video, weil es einfach eine coole Sache ist. Falls ihr zum Beispiel sagt, yo, ich spiele ganz gerne mit Kreisen oder ich spiele ganz gerne im Schachbrettmuster, dann könnt ihr das Ganze hier eben einstellen. Wir stellen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen um. Tageszeit stellen wir runter auf 15.30 Uhr, das heißt, es müsste ziemlich hell sein. Und ja, das Wetter lassen wir einfach mal bei heiter. Das hat in dem Fall dann, glaube ich, nämlich auch funktioniert. Also ihr seht schon, manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und im Normalfall funktioniert aber, beziehungsweise immer funktioniert, das Rasenmuster und eben im Normalfall dann auch die Tageszeit. Und jetzt haben wir das Ganze eben auch noch ein bisschen umgestellt und dann gehen wir auch schon rein in das nächste Spiel sozusagen, einfach dann in Ultimate Team wieder. Und wenn wir jetzt gleich das Stadion sehen, dann werden wir drauf kommen, dass das Ganze jetzt auch in diesem Spiel so ist. Und da sehen wir es auch schon, es ist ein großes Schachbrettmuster. Sieht teilweise so aus wie Linien, aber das ist ein Schachbrettmuster. Wenn man da so rechts oben ein bisschen schaut, am rechten hinteren Spielrand, sieht man, dass das ein Schachbrett ist. Und das Ganze ist auf jeden Fall möglich dieses Jahr wieder mal. Und falls ihr das abfeiert, falls ihr solche Videos öfter sehen wollt, dann lasst jetzt gerne mal einen Daumen nach oben. Da würde mich extrem freuen, wenn ihr dieses Video supporten würdet. Es wäre auch richtig cool, wenn die Leute, die eben noch nicht abonniert haben, gerne auch mal auf den Abo-Button klicken. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, ob das bei euch funktioniert hat oder eher nicht so. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao. So, das Video sollte ja jetzt eigentlich zu Ende sein, aber ich muss einfach nochmal Danke sagen. Auch wenn ich mich wahrscheinlich sehr häufig bedanke im Verhältnis zu irgendwelchen anderen Leuten, aber ich schätze das einfach unfassbar, dass wir jetzt schon fast bei 30.000 Abonnenten stehen. Vielen Dank für den Support in den Streams, vielen Dank bei den Videos, dass ihr da so eskaliert. Das ist echt unfassbar. Ihr gebt wirklich so viele Daumen nach oben, kommentiert richtig, richtig cool, seid extrem aktiv. Ihr klickt die Videos, ihr, keine Ahnung, ihr seid einfach mega aktiv und supportet meine Videos und meine Livestreams. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen, an dich, dass du meine Videos schaust. Danke, danke, danke. Und das musste ich einfach nochmal gesagt haben. Deswegen haue ich das jetzt hier noch ans Ende dieses Videos dran. Und ja, das musste einfach raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.